So, wir sind zurück zu Soul Blazer und ich habe einige neue Sachen bekommen, und zwar beziehungsweise einige neue Sachen erfahren, und zwar kann ich mit dem Blitzring, wenn ich dieses Rollenloch hier blitzen lassen. Das heißt, wenn da alle Gegner rauskommen aus dem Teil, kann ich damit theoretisch alle Gegner zerstören. Oder auch nicht. Oder hier vielleicht? Ach so. Moment, tut es automatisch vielleicht? Hm. Pyramiden. Wenn du einen Donnerring sie berührst, wird der Meisterblitz verhindert. Komm, lass den Dalek Monster zerstören. Egal. Gut, wo Schnee sind, würde ich sagen. Erforschen wir mal alles, was Neues. Wir haben sie, mein Name ist Nana, ich bin ein königlicher Tänzer. Haben wir jetzt alle? Ich danke dir sehr. Drei meiner Schüler sind zurück. Ich möchte dir gerne unseren Tanz zeigen, aber ich glaube, es wäre schöner, wenn du mitmachst. Wir fangen auch mit im Einfachsten an. Los, mach mit. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich hier mitmachen oder wie? Gut, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber hier ist ein Engelsfisch, den frage ich mal. Ich bin der beste Springer, schau nur. Okay, und wo ist er jetzt hin? Achso. Moment, kann ich ihn vielleicht. Kann ich da drauf auf den, wenn er da ist? Oder ist es einfach nur. Keine Ahnung. Sehr, was ist der Name meines Freundes, dem Delfin? Okay, das heißt, hier fehlt noch jemand. In diesem Häuschen. Ich glaube, einen Delfin habe ich irgendwo doch befreit schon. Bei einem dieser Häuser. Okay, was sagt ihr mir? Dies war einmal der Palast der Königin. Ich bin die königliche Kammerdienerin. Ich habe die Königin in meinem Traum gesehen. Sie sah sehr traurig aus. Das war in der Nähe eines versunkenen Schiffes. Bitte rette die Königin. Okay, also hier stand mal der Palast früher. Die gestern vier standen von Melkfrau und ich starte vorhin, dass irgendjemand verschwinden konnte. Stimmt, das Haus wäre noch hier frei, was wir erforschen können. Was sagst du mir? Hallo, ich habe ein paar Kräuter aus. Möchtest du welche? Sind wirklich selten, ich kann nicht viel geben. So, ja, aber schon welche haben wahrscheinlich. Ja, wir haben schon welche. Wir können jeweils nur einmal Heilkräuter tragen, das ändert sich dann Illusion of Time später. Dann können wir mehrere von diesen Kräutern tragen. Aber es muss auf der Regeninsel noch irgendwo ein Geheimnis geben. Was sagst du mir? Ich habe nicht gewusst, dass Unterwasserwelt sich von der Welt über Wasser unterscheidet. Tja. Jetzt weißt du's.
Irgendwas muss noch sein auf der Regeninsel. Irgendwas muss da noch sein. Irgendwas, das ich übersehen habe. Hier sind noch 4 Monsterhöhlen übrig. Aber wo können die sein? Wo können die sein? Hier drüben vielleicht irgendwo? Hier war mal eine und da hinten komme ich nicht hin. Außerdem ist eine Truhe hinten. Wie komme ich da hinten hin? Irgendwie muss das doch gehen. Gibt es hier keinen Pfad oder so? Hier unten ist auch nichts. Da kann ich nicht lang. Nein. Ich würde gern da unten hin, aber wie komme ich da nicht hin? Es muss einen Weg dahin geben. Da sind bestimmt die anderen Monsterhöhlen. Und bestimmt noch mal tolle Geheimnisse. Ja, das zerstört Energien, das wissen wir schon. Hier sind noch 3 Monsterhöhlen übrig. Das heißt, irgendwo müssen ja noch Monster rumlaufen. Da oben wäre eine Monsterhöhle. Ah, ich sehe es, ich kann da noch lang. Muss ich wahrscheinlich auch. Okay, es sind nur Steine, die mich angreifen. Aber das gibt schön zusätzliche Erfahrungspunkte. Wenn wir das machen. Vielleicht wird eine Statue befreit dadurch. Das ist auch nochmal so ein Monsterloch. Na, come on. Okay, was befreit das? Befreite Meerjungfrau. Die wird bestimmt auch was wissen. Unten geht das also frei alles. Wofür das oder was das für einen Sinn hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist noch eine übrig und die können wir nicht zerstören, diese Monster. Da die halt hier sind. Oder warte mal, vielleicht. Ah! Kommt her! Kommt her! Instant Kill! So, was macht das? Ah, die Statue! Befreit eine Meerjungfrau-Statue! Nice! Und hört eine leise Stimme. Ich werde den Weg frei machen. Geh jetzt mit zurück.
Oh yeah, damit wären wir jetzt hier fertig, glaube ich. In dem Gebiet, oder? Ja. Keine Monster mehr. Das heißt, wir können erstmal wieder zurück zum Gebiet der Meerjungfrauen. Was haben wir jetzt gemacht? Zum Palast zurückkehren? Ja. So, was sagt die vierte Meerjungfrau? Ich werde den Weg frei machen. Geh über den Meeresboden und du wirst die Geister, ein Geisterschiff finden. Ach, stimmt, davon war ja die Rede. Von diesem Geisterschiff. Außerdem gab es hier noch was. Nämlich, ich glaube, ja, sie hier oben, glaube ich, ja. Das Korallenriff ist die Heimat der Delfine. Die Perlen des Riffs sind ein Schatz. Eine so eine Perle haben wir ja. Hier nochmal kurz gespeichert. Na klar, möchte ich weitermachen. Gib jetzt nicht auf. Never ever. So, dann geht's jetzt Richtung Geisterschiff. Ganz schnurstracks. Naja, ich glaube, wir müssen diesen Weg gehen. Denn hier ist jetzt offen. Da sind noch vier Monsterhöhlen. Okay, die komischen Rochenviecher. Mit einer ziemlich breiten Endeck. Ah, verstehe. Also das geöffnet. Dann mache ich das hier. Und die weg und die weg und die weg. Und dann passt das schon. Macht so weiter und laufen mir alle ins Schwert rein. Das macht es mir umso einfacher. Ah, stimmt, das ist dieser Delfin, der Freund von ihr. Ich finde es interessant, man macht was, aktiviert was und dann, wenn man wieder da ist, respawnen die Gegner sofort. Ist aber nicht so schlimm, es gibt mir zusätzliche Erfahrungspunkte. Denn wenn man schon einen Feind vor sich hat, dann sollte man ihn auch gleich um die Ecke bringen. Ich muss sagen, es ist aber recht effektiv, dieses Flair. Gerade bei solchen Viechern hier. Ein Frighter in Engelsfisch. Ich finde die niedlich, diese wuschigen Viecher. Die sind langsam, harmonisch, die schwimmen einfach chillig vor sich hin oder kriechen oder was auch immer. Ich finde sie niedlich. Ich glaube, ich muss hier lang, oder? In diesem kleinen Labyrinth. Was glaube ich sehe. Korallen oder irgendwelche Blätter oder so? Weil die so grün aussehen. Deswegen denke ich mir, es sind irgendwelche Blätter oder grüne Korallen. Wer weiß. Ich
wette, da oben ist dieser komische Piratenschiff. So schnell. Okay, was macht das? Ah! Moment, wenn hier ein Speicherpunkt ist. Ich habe gerade so eine Vermutung. Wer sich entsinnt, siehst doch das Speicher, dass diese dritten Speicherpunkte meistens ganz kurz vor so einem Boss sind. Gut, wenn das der Fall ist, dann mache ich es natürlich zuerst mal. Oder siehst du, dass ich im Dorf noch ein bisschen was erledigen kann? Wer weiß, was wir da noch brauchen können? Denn nach meiner Erfahrung mit dem letzten Endboss wäre das vielleicht eine ganz gute Entscheidung. So, Safety first. So. Ein Engelsfisch ist frei. Ich glaube, es war der hier. Oder? Keine von uns wiederfechten Monster, benutze unbedingt deine Magie. Okay, ja, habe ich ja gemacht. Mit dem Tanz, das verstehe ich nicht. Dass er König weg ist, weiß ich. Der springt nur. Lass mich Server sein. Achso, der schläft. Gut, das heißt, Traumstab raus und mal schauen, was er träumt. Ach, er träumt vom Piratenschiff. Aber warum träumt er davon? Du hörst deine Unterhaltung zwischen deinem Vater und seinem Sohn. Warte, wie lange ist das Schiff jetzt schon gesunken? Ich bin zu hungrig, um noch weiter zu reisen. Werden wir sterben? Servus, mein Sohn. Manche Leute glauben, dass das menschliche Leben nicht mit dem Tod endet. Sie glauben vielmehr, dass man als neuer Mensch die Erde wieder betritt. Für sie gibt es das ewige Leben. Kann ich mit den beiden sprechen? Sieht so aus, ja. Oh, ich höre eine Stimme. Vielleicht ruft mich der Meister. Jemand ruft mich. Was ist das? Ich habe gerade ein Juwel in die Schatztruhe dort gelegt. Ich hoffe, dass ihn jemand finden wird. Ich bin im gleichen Traum. Ist das nicht sonderbar? Okay, das heißt, jetzt ist da wahrscheinlich ein Juwel in der Schatztruhe drin. Das wäre interessant. Dieses Juwel brauchen wir bestimmt später noch. Was wir da finden werden. Finden wir es heraus, speichern mal kurz ab und betreten mal das Piratenschiff. Ich glaube, die Königin soll ja auch da oben sein. Ein Boss. Okay, aber da ist das Juwel drin wahrscheinlich. In dieser Truhe. Muss ich vielleicht die Feuer aus... Was ist denn mit dem... Mikro? Bleib an deinem Platz, bitte. So, die bleiben nicht die ganze Zeit aus. Achso, einmal Juwelen. So, Schild am Mund.
Bin gespannt, was da gleich kommen wird. Wahrscheinlich ein großer Endboss. Okay, what the fuck, wer bist du denn? Wow, wow, wow. Oh shit, hat der viel Life. Scheiße, hat der viel Energie. Gut, ich versuche noch einmal. Und wenn es dann nicht klappt, dann probiere ich es das nächste Mal. Uiuiuiui. Ziemlich bedrohlicher Endboss. Okay, aber die Flammen kann man ausmachen. Ach du meine Güte. Vielleicht, wenn ich hier vom Rand ein bisschen arbeite. Oder auch nicht. Vielleicht wäre es besser, wenn ich die Heilkräuter ausrüste. Oder auch nicht. Ach so, ich muss vielleicht kurz darauf hin. Muss wahrscheinlich kurz darauf hin. Wieder umrüsten. Oh, weia. Oh, weia. Das wird jetzt hart werden. Gut, Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal versuchen wir es dann erneut mit diesem Boss. Bis dann!